Herzlich willkommen bei Stricken mit Andrea. Heute möchte ich mit euch einen Schal stricken. Das Muster sieht richtig, richtig schick aus. Auch ich würde schon fast sagen, ein bisschen raffiniert. Auf der Vorderseite so mit diesen großen Maschen und auf der Rückseite mit so kleinen Maschen. Wie das geht, das zeige ich euch in dem folgenden Video. Für unseren Schal benötigen wir selbstverständlich Wolle. Ich habe für den Schal die Cotton Soft von King Cole genommen und habe den mir auf so einen schönen Wollabwickler gestellt. Dann habe ich das einfach leichter und der Wollknäuel fällt mir nicht immer durch die ganze Wohnung und rollt mir hin und her. Des Weiteren benötigen wir eine Nadel. Wie ihr seht, sind das hier zwei unterschiedliche Nadelstärken. Ich stricke den nämlich mit einer Vierernadel auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich eine Achternadel. Das ist ganz toll, wenn man dieses Set von Knit Pro hat. Da gibt es nämlich unterschiedliche Nadelstärken und ich kann mir so meine Nadel selber aussuchen, wie ich die möchte. Und da ich für dieses Muster eine dünne und eine dicke Nadel benötige, muss ich nicht mit zwei Nadeln hin und her, sondern kann die mir beide so zurechtmachen an einer Schnur. So, das war's und jetzt zeige ich euch, wie es losgeht. Wir benötigen selbstverständlich einen Maschenanschlag. Dafür mache ich als erstes eine Schlaufe. Das mache ich. Wir nehmen die dicke Nadel und ziehen die Schlaufe darüber. Und mit der dünnen Nadel machen wir den Maschenanschlag. Ich mache einen ganz normalen aufgestrickten Maschenanschlag. Und zwar habe ich für meinen Schal 42 Maschen genommen. Also eine gerade Zahl wäre schon sinnvoll. Der aufgestrickte Maschenanschlag geht ganz einfach. Man fährt so durch, holt den Faden, zieht ihn durch, macht ihn lang und oben rüber. Davon benötigen wir 42 Maschen. Ich bereite das jetzt schon einmal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt meine 42 Maschen angeschlagen. Und nun geht das mit dem normalen Stricken los. Die erste Masche, also die Randmasche, die wird immer wie zum Linksstricken abgehoben. Ich zeige es noch einmal. Einfach durch, der Faden bleibt vor der Nadel, die kleine Nadel durch und runter. Die nächste Masche wird links gestrickt, ganz normal. Links. Ich sehe schon, ich muss das Bild wieder etwas größer machen. Ich zeige das ja noch ein paar Mal, dann geht das. Als nächstes kommt eine rechts verkreuzte Masche. Das heißt, wir stechen von hinten, zeig das mal, von hinten ein, holen uns den Faden. Die Masche liegt jetzt auf der rechten Nadel. Und führen den von der linken runter. Als nächstes kommt wieder eine linke Masche. Den Faden vor die Nadel legen, von vorne einstechen, Faden holen, durchziehen und von der Nadel gleiten lassen. Und wieder eine rechts verkreuzte Masche, also wieder hinten einstechen, ich drehe mal das einmal, hinten einstechen, na, das ist ein bisschen knifflig so, hinten einstechen, so sieht man das aber, Faden holen und die Masche von der Nadel gleiten lassen. So wird im Endeffekt die ganze Reihe gestrickt, eine linke Masche und eine rechts verkreuzte Masche. Eine linke Masche
und eine rechts verkreuzte Masche. Ich denke, das könnt ihr jetzt alleine, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt am Ende meiner Reihe angekommen und die letzten beiden Maschen werden bei mir rechts verkreuzt und die letzte Masche wird links normal abgestrickt. Dann wenden wir unsere Arbeit und haben jetzt die dicke Nadel in der rechten Hand. Und jetzt machen wir genau dasselbe wieder, wie die Maschen erscheinen. Also im Prinzip ist es genau das Gleiche. Die Randmasche wird links abgehoben, aber nicht links gestrickt, sondern nur abheben. Das heißt, wieder den Faden vor die Arbeit legen, von vorn so durch die Masche die Nadel schieben, Masche abheben. Jetzt ein bisschen fester ziehen, das ist hier natürlich beim Video immer etwas schwierig, fester ziehen. Die nächste, das sieht man schon, ist eine linke Masche, die wird dementsprechend auch wieder links gestrickt. Jetzt kommt wieder eine rechte Masche, die wird rechts verkreuzt gestrickt. Das geht mit diesen Nadeln richtig, richtig gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mit so einer Nadelunterschied von 4 Stärken, dass man aber das trotzdem so einfach und leicht stricken kann. Das heißt, dass man diesen Sommerschal wirklich in relativ kurzer Zeit fertig hat. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis von diesem Schal, dass man 2 unterschiedliche Nadelstärken hat. Da kann man natürlich selbstverständlich ein wenig rumexperimentieren mit den Nadelstärken. Aber das Stricken ist immer das Gleiche. Eine rechts verkreuzt, eine links. So, das ist alles. Ich stricke jetzt ein paar Reihen mal vor und dann zeige ich euch noch, wie ich die Abschlusskante von meinem Schal gestrickt habe. Bis gleich. Ich habe jetzt hier schon mal ein kleines Stück vorgearbeitet. Das wäre die Rückseite von unserem Schal. Und wenn man umdreht, selbstverständlich hier die Vorderseite. Und da sieht man schon schön diese großen Maschen. Ich habe den Schal abgestrickt und habe dabei die dicke Nadel in der rechten Hand gehabt. Wie lang euer Schal werden soll, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich habe meinen jetzt auch nicht gemessen. Ich habe den einfach umgewickelt und habe festgestellt, jupp, so gefällt er mir und habe dann abgekettet. Das Abketten geht auch relativ einfach. Die erste Masche wird rechts gestrickt. Die nächste Masche wird rechts gestrickt. Und dann wird die zweite Masche über die rechte Masche gezogen. Das Ganze aber bitte recht locker. Die nächste Masche wird wieder rechts gestrickt. Die zweite Masche auf der rechten Nadel wird über die erste auf der rechten Nadel rübergezogen. So wird das eigentlich bis zum Ende der Reihe gemacht. Dann wird der Faden abgeschnitten und beide Fäden, also den Anfangsfaden und den Endfaden, vernähen wir dann noch. Und dann ist unser Schal auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und ich würde mich über ein Däumchen hoch freuen und selbstverständlich über einen Kommentar. Dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.